Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Child of Light auf dem Baum. Beim letzten Mal haben wir die Flügel bekommen. Wir können jetzt fliegen. Das ist richtig cool. X. Links zum Altar von Matilidis. Und was hat der? Auch meinem Traum folgen und lachen? Hallo? Achso. Was soll ich nur machen? Weiß ich nicht. Verschlossen. Auch meinem Traum folgen und lachen? Das macht mich nicht verdrossen. X. Verzeiht. Kleine Dame, sahst du der lustigen Ballonsgewimmel? Einhörner, die auf Bällen balancieren. Oder Zelte, die zu den Sternen nicht strecken, sich strecken? Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sitze ich nun. Es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jeden Brief? Was ist das Gekritzel, das ich dort sehe? Ach, geh. Das ist Latein, wenn ich's recht verstehe. O Bella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt, doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, meinen Traum zu leben, bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer Sache gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder Tristis. Tristis brach unseren Akt entzwei. Wollte eine Karriere als Einzelgänger. Ließ Rubella zurück. Mich, Lemurias. Gott, geistreiche Stimme. Meint sie nicht eher Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun. Und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitzunehmen geruhen? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder. Und retten unsere doppelte Nummer. Akt? Wisse, dieser Weg, er ist riskant. Mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist. Und komme schon klar mit diesem Quark. Mist. Haben wir... Ah, Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen. Cool. Aktion abgeschlossen. Komödie. Ich glaube, die sehen wir jetzt. Fertigkeiten. Hier können wir noch was... Ich habe einen Punkt. Erhöht die Stärke dauerhaft um 2. Dann haben wir hier noch ein bisschen Lichtstrahl. Ein mächtiger Lichtangriff mit einer Chance von 10%. Die anvisierte dunkle Kreatur sofort zu töten. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Da habe ich noch in die Richtung noch gar nichts gemacht, ne? Was ist das hier? Magie aufwerten. Erhöht die Magie dauerhaft um 2. Ich würde ganz ehrlich mal in diese Richtung gehen. So, dann haben wir hier Rubella. Die kann auch schon ein bisschen was machen, weil die hat 6 Fertigkeitenpunkte. So, verteidigen. Stärke aufwerten. Jo. Wiederbelebung. Oh, belebt einen gefallenen Verbündeten wieder und stellt 60... Ja, definitiv. Kosten einen Punkt. Ja, warum denn nicht? Erhöht die maximale LP dauerhaft um 5. Das ist ja cool, dass sie da halt ziemlich viel Kram machen kann, was Heilung betrifft. Erhöht die körperliche Verteidigung dauerhaft um 5. Und was ist hier unten für ein Kram? Schutz vor Leid. Ein anwesender Verbündeter ist 4 Runden lang vor allen Statusleiden geschützt. Jo. Erhöht die maximale LP dauerhaft 5. Und das war auch LP dauerhaft 5? Ach, das war MP. Ja, dann, machen wir das noch. Was ist das? Erhöht die Magieresistenz dauerhaft 5.
Okay, erhöht eine maximale LP-Dauer. Ja, gut, komm. Jetzt sind wir bei 0. Das war's dann aber auch. Mehr haben wir nicht. Bis jetzt nur die 2. Keine Ahnung, was ich. Das kann ich, glaube ich, noch nicht machen, weil ich habe ja auch noch nichts gesammelt. Gott, da kommt noch einiges auf uns zu. Bin mal gespannt. Jetzt geht es hier wahrscheinlich auf dem Baum weiter. Wo ist das Glühwürmchen hier? Bin mal gespannt. Wahrscheinlich wird der nächste Kampf wahrscheinlich auch gegen 3, 4 Gegner. Wo wir dann direkt das Ganze halt auch ausprobieren können. Oh, jetzt scheint es hier wieder runter zu gehen. Jo. Hallo? Ah, seht ihr da schon der erste Gegner? Und natürlich sind wir voll reingeflogen. Habe ich mir gedacht. Tempo erhöht. Okay, jetzt bin ich dran. Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Sternlicht, bla, was ist das? Lichtstrahl, sehr lang, Sternlicht, Hieb. Ich weiß jetzt nicht so genau, was das hier für Gegner sind. Handeln. Überrumpelung, Heilung, Schutz vor Leid, Wiederbelebung, Verteidigen. Machen wir einfach mal. Einfach mal umzuschauen, was wir hier machen müssen. Aber ich glaube, bei denen unterbrochen. Okay. Ich glaube, bei denen ist einfach verteidigen. Machen wir einfach mal. Aber den können wir ganz normal angreifen. Ich denke, dass wir da. Wir brauchen da keine Magie. Ich glaube, das wird nichts bringen. Ich meine, ich kann es gerne mal probieren. Oh, aber das bringt uns nicht viel. Da können wir auch ganz normal angreifen. Jo. Das hätten wir uns echt ein bisschen sparen können. Ach so, ich gucke jetzt auch gerade die ganze Zeit, hä? Aber die Rubella, die ist schon auf Level 8 und wir sind ja auf Level 5 erst. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Dann hat sie nämlich auch schon, ich dachte gerade, hey, wo haben wir denn jetzt die 84 Life Points her? Wir haben ja gerade im 38 bisher total verwechselt. Okay. Ich dachte schon, ich wäre im falschen Film oder so. Ah, die kann noch ausweichen, das ist natürlich auch ziemlich cool. Okay, da haben wir das auch erledigt. Sie ist auf Level 6 und sie ist auf Level 9. Stufenanstieg. Jawohl. Das ist sehr schön. Okay, huch. Welch ein bombiges Abenteuer. Das Glühbirnchen, ey. Würde ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben, wo eine leuchtende Karriere mich erwartet, würde ich wohl bei euch stehen. Bleiben? Tut mir leid, Kamerad, ich will nichts mehr hören. Ich muss ein Publikum bezirzen. Meinst du vielleicht betören? Ich glaube, die Frau kann nicht reimen. Da ist sie ja genauso schlecht drin wie ich. Ich kann es nämlich auch nicht. Geschweige denn vernünftig vorlesen. Oh, was ist das denn hier? Oh, da können wir rein. Und wo zum Teufel sind wir jetzt? Und muss ich überhaupt hier lang? Pock. Oh Mann. Oh, da darf ich gar nicht. Oh, das ist schlecht. Ah, was macht sie denn? Sie soll ein Stückchen höher. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich hier runter. Nach links. Oh Mann. Voll die Dorn. Oh, was ist das denn? LP-Sternstaub Inventar öffnen. Ah, ich mag das ja nicht, wenn die Dinger dann so abhauen. Ups.
Das ist auch mehr Lebensenergie fürs Glühwürmchen, ne? Quatsch. Oh, das ist die Kiste. Okulti! Mein erstes. Ah, nicht Okulti. Okuli. Ah, besteige Okuli. Uzuli, keine Ahnung, an Ausrüstung, um die Charaktere-Werte zu steigern. Ich kann aber. Vereinige Uzuli. Ich habe keine Ahnung, wie es genau heißt, um stärkere Uzuli herzustellen. Drücke den Herstellen-Button, um die Kombination zu bestätigen. Und wie komme ich. Komme ich. Aha. Ja, okay. Ja, mehr habe ich ja noch nicht. Dann kann ich auch noch nichts herstellen. So, Fertigkeiten. Jetzt haben wir wieder einen Punkt mehr. Erhöht die Stärke dauerhaft um 2. Erhöht die Magie-Effizienz dauerhaft um 5. Hier haben wir erhöht die Magie dauerhaft um 2. Das ist aber echt noch ein bisschen viel, was wir hier alles noch machen müssen. Aber kosten immer nur 1. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Zum größten Teil. Ja, machen wir ein bisschen Stärke, dann haben wir das auch. So, die Rubella reduziert den Schaden durch Angriff um 60 und erhöht in der nächsten Runde das Tempo auf der Zeitleiste um 70. Verteidigen, ja. Ach, sie hat 0. Hä? Jetzt, was... Ach, wo war ich denn jetzt hier gerade? Oh Mann. Erhöht die maximale LP. Erhöht die maximalen MP dauerhaft um 1. Was wird das hier? Verteidigungsauswert. Erhöht die körperliche Verteidigung dauerhaft um 5. Okay. Irgendwann haben wir ja eh mal alles. Aber ich mag die Musik und ich finde die so schön. Achso, ich sollte ja das Inventar öffnen, ne? Ich habe ja diesen komischen Stein. Hier, steigert. Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Ah. Gibt 100% LP, das ist ja gut. Das ist ja ein Tonikum. Das wollte ich. Ein Geschenk der Dame des Waldes, wozu sie gut ist, das müssen wir noch rausfinden. Das ist das mit dem Bruder, steigert ihn. Ja, warum mache ich das denn nie? Kuriert alle Statusleiden. Okay, das ist dann halt eigentlich auch Magiekram, ne? Okay. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Hier waren wir bereits. Jetzt runter, dann geht's wieder rauf. Hier sind auch noch ein paar von diesen komischen Ballons. Hier waren wir aber noch nicht verschlossen. Oh, da können wir rein. Irgendwas hat Scooby gerade gesagt. Ach, so eine Kiste. Okay. Ich muss nur die Augen offen halten, nicht, dass hier noch mehr von diesen Ballon-Dingern sind. Und oh. Hopp, hopp, mit, ich will das mitnehmen. Das auch noch. Gut. Was haben wir da stehen? Links, okay. Oh, hier hängt auch noch irgendwas. Was ist das? Ach so, ja, genau. Ey. Kissen fürs Glühwürmchen. Ach man, ist das schön hier. Zaubertrank. Ich habe das Bedürfnis oder das Gefühl, die irgendwann mal. Das macht mich nicht verdrossen. Dass wir die irgendwann mal verwenden müssen. Oh, ich Idiot. Ich fliege natürlich voll rein. Das war nicht geplant. Jetzt haben wir aber einen so einen blöden Geist da oben, den ich mit Magie vernichten muss. Handeln. Schutz von Leid. Wiederbelebung. Beteiligen. Nee, du kannst hier die zwei mal kaputt machen. Autsch. Da hat die ja auch mehr MP hat. Hieb, Sternlicht, Lichtstrahl. Ich weiß nicht, ob das hier länger. Es braucht zwar längere Vorbereitung, aber ich denke, das ist stärker, ne? Schauen wir einfach mal. Ja, läuft doch. Geht richtig ab, ey. So, du musst uns mal ein bisschen heilen.
Was ist da? Supi, so wie ich immer die Aurora noch ein bisschen mehr heilen, weil ich mir gerade ein bisschen Sorgen um die. So, du kannst dann nochmal angreifen. Samen sammeln, ja gut, ich habe jetzt keine Samen mehr. Der müsste eigentlich jetzt weg sein. Jawohl. Ich weiß gar nicht, glaube ich, kann auch nachher im Kampf aussehen, mit wem ich glaube ich dann auch kämpfen möchte. Als wenn ich, man kriegt ja noch ein paar mehr Wegbegleiter, dass die irgendwann dann auch mal dass man die auch switchen kann. Muss ich dann mal rausfinden. Oder das werden wir ja sehen, wenn wir soweit sind. Ist der jetzt weg? Ja. Sehr gut, weil nicht die arme Aurora ist kurz vorm Tod. Das ist natürlich nicht so doll. Der arme Herr Glühwurm ist auch so gut wie weg. Oh Mann, scheiße Stacheln, ey. Glühwurm, geht's wieder gut. Oh. Was auch immer das jetzt war. Stärke Sternenstaub, Inventar öffnen. Dum 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 dum. Yay. Hilfe! Oh, das erinnert mich echt ein bisschen an Alice hier gerade. Das ist gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Warum geht es so weit hoch? Wo ist es? Ups. So. Dann haben wir links oder rechts? Links. Zaubertrank. Ich wollte gerade noch ausweichen und dann kommt das wieder angerannt. So, selbstverständlich ist. Oh Mann, was mache ich denn jetzt hier? Der hat ja nichts mit. Mit. Schutz vor Leid. Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir einfach mal. Weil sie nämlich ja so ein bisschen. Ein bisschen down ist. So, wir brauchen das für das. Ich kann es mal hier hingehen. Müsste sie ja eigentlich verteidigt werden von den Angriffen von dem blöden Viech da. Achso. Ich weiß ja nie, wann das Spiel speichert, ne? Habe ich immer so ein bisschen Angst vor. Oh, wie schön ist das denn hier? Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt sind wir ja wirklich zurück. Also wir müssen ja auch zurück. Ja, damit ich mal eben noch kurz wissen, was hier auf der rechten Seite ist. Da ist ja auch, da ging es ja auch noch lang. Hier. Erstmal hier die Dinger einsammeln. Da sind noch Gegner. Rechts zum Klo. Ach, guck mal, das ist der alte Weg. Wir sind ja damals da gegangen. Ah, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen dann links zurück zum Altar. Hier sind wir ja damals durchgegangen. Ihr erinnert euch bestimmt. Die erste Folge. Es ist ja gerade mal 2 Folgen zurück. Geh mal, flieg mal bitte, weil ich habe nicht wirklich Interesse zu kämpfen. Jetzt müssen wir ja dahin zurück, wo Aurora aufgewacht ist. Die Luft ist mild, Herr Glühwurm. Was? Aurora war auf der Riesabschnitt. Warum? Mann!
Aber ich glaube, das Speichern unten rechts ist, glaube ich, dieses Speichersymbol gerade gewesen. Aber ich möchte trotzdem ganz gerne das Kapitel eventuell noch beenden. Nein, ich wollte X drücken. Rechts zum alten Kloster. Links zum Altar, okay. Weil da haben wir ja den Baum gefunden. Das Glühwürmchen. Ah, hier ist eine Kiste. So kommt man jetzt auch dahin. Das ist schön, dass wir das jetzt auch wissen. Hier geht es jetzt zum alten Kloster. Also, ach nee, hier ist es ja schon. Der Altar, ich kann ihn sehen. Es ist doch hier oben. Ah, hier geht's lang. Da ist es. Hier unten oder lieber da oben? So, wir sind da. Leute? Wir sind da. Kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht leuchten? Ja. Und jetzt? Vielleicht noch höher? Nö, hier ist die Welt zu Ende. Ach, vielleicht muss ich... Ach, wartet mal. Erstmal... Das kann ich auch gleich machen, wartet mal. Nee, wo war das Inventar? Kann ich das nicht irgendwie verwenden? Hier vielleicht? Nein! Ja gut, da heile ich sie ja jetzt im Moment, ne? Es ist nicht verkehrt, aber jetzt bin ich an diesem blöden Altar. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich tun? Hier ist noch eine Kiste. Ja, wir kämpfen mal eben gegen das Vieh. Dann hole ich mir die Kiste noch schnell. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, ne? Das ist ja jetzt doof. Ich dachte, man müsste die Flöte vielleicht verwenden, die wir ja von der Alten da bekommen haben. Die uns ja auch gesagt hat, wir sollen dahin zurück. Nee, jetzt bin ich zurück und das ist auch nicht richtig. So, der ist weg. So, jetzt den noch schnell. So. Bringt ja eigentlich ziemlich viel hier, ne? Das blöde Vieh ist ein bisschen schneller. Ah, und schneller als ich. Okay, jetzt habe ich noch ein bisschen MP ein. Bla-Kram hier. So, den auch noch. Jo, alles klar, dann ist der auch weg. Und Aurora hat ein nächstes Level erreicht. Das ist sehr schön. Auch so ein Saphir erhalten. Oh, nochmal so ein Saphir. Okay. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich ja da oben. Wo sind sie hin? Ach, da. Ups. Es ist vor allem hier ziemlich neblig. Was so sein soll. Pff, keine Ahnung. Ich gehe mal unten rumgucken, was man hier so machen kann. Wie ist denn nur dieses... Oder muss ich jetzt hier... Oh, hi, großer Mann. Weib, hier kommst du nicht vorbei. Ein Schritt und ich haue dich zu Brei. Los, gib den Weg frei, sonst schlage ich dich in zwei. Ach du Scheiße. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Magie würde ich sagen, nein. Dann würde ich sagen, ich mache... Der Schutz von letzter eher für Wiederbelebung, Verteidigung. Kann ich das nicht auf sie projizieren? Das ist ja doof. Ich denke, das wird uns nicht viel bringen, den mit Licht anzugreifen. Ich denke, das wird nichts. Ich probiere es einfach mal. Also 27 hat er abgezogen. 10. Ja, ich nehme an. Das bringt uns nicht viel. Weil er uns ja echt niederhaut, ne?
Ich hätte noch schnell in die ins Menü gehen sollen. Ins Menü gehen sollen und den beiden noch ein bisschen was gegeben. So, hau den platt. 29, okay, das bringt definitiv mehr. Der weicht, sie weicht schön aus, das ist natürlich auch sehr gut. So, ich muss aber den beiden noch, vor allem der Aurora, die ist halt echt kurz vor platt, ne? Wo Rubella ist auch nicht gerade mehr gesund. Ich habe ja Tränke, ne? Das ist jetzt nicht so, als hätte ich nichts. Ein bisschen können die zwei noch ab und dann muss ich den beiden wohl mal etwas geben zur Heilung. Weil immer das Glühwürmchen kann ich auch nicht heilen lassen. Oh, oh. Tränke, Heiltonikum. Ganz klar. Was nicht jetzt doof ist, dass sie jetzt halt nicht mehr ran darf, ne? Dass sie jetzt. Dass ich jetzt komplett warten muss auf sie. Oh. Rubella ist auch so gut wie tot. Komm mal her. Oh, jetzt ist der geschwächt. Aber ich will jetzt nicht handeln. Ich muss die Rubella heilen. Sonst ist sie nämlich gleich echt tot. So wie mein armes Glühwürmchen gerade tot ist. Okay, wenn man mich verlangsamt, das ist mir relativ egal. Ich hoffe, dass er auch gleich weg ist. Er hält auch am meisten aus, ne? Macht auch am meisten Schaden, deswegen hätte ich die beiden auch ganz... Also ihn, den Großen, halt echt als... Nächstes kaputt. Das bringt ja auch nichts, ne? Scheiße. Die Dings ist auch gleich schon wieder komplett tot. Aber auch Aurora, ey. Und da sie verlangsamt ist, braucht sie natürlich ewig, bis die endlich mal rankommt. So, Riese, Zwerg, was auch immer du bist. Mischung aus Riese und Zwerg, würde ich sagen. Das sieht aus wie ein Zwerg. Ist aber riesig. Immer noch nicht. Mann. Da steckt echt viel weg. Und die Rubella hat schon wieder ein bisschen Starkes. Und das ist nur 50 und 100. Ja gut. Die ist ja, wie gesagt, kurz vorm Tod. Die muss sich heilen. Der Aurora kann ihm auch Normales geben. So, hoffentlich war es das jetzt. Oh oh. Oh, der ist weg. Gott sei Dank. Jetzt haben wir noch die beiden Kleinen. Die brauchen ja Gott sei Dank nicht so viel. Zwei, drei Schläge sind die ja weg. Das schaffen wir hoffentlich jetzt noch, bevor mir die Aurora stirbt. Wo ist mein Glühwürmchen hier? Mach du mal hier. So, der müsste jetzt eigentlich weg sein. Nee. Steckt noch ein bisschen mehr weg. Ja, super. Das ist natürlich sehr gut. Und das ist mir auch relativ egal. Jetzt muss ich ja nur langsam. Sieht ja keine... Energie verloren. Von daher. So. Jawohl, dann haben wir das geschafft. Nochmal Levelaufstieg. Super. Zwei Level direkt. Sehr schön. Dann wollen wir gleich mal gucken. Der Dornbaum, der da mal nur noch hindurch gelangen müssen wir. Deinen Vortrag überlasse ich dir. Speichert das blöde Ding jetzt dann auch danach direkt? Okay, dann machen wir das jetzt. Mach ich mal eben die Fähigkeiten. So, jetzt haben wir hier, das will ich auf jeden Fall machen. Erhöht die Chance, einem Angriff auszuweichen, dauerhaft um einen. Das ist natürlich auch sehr gut. Magie, Resistenz auf W.
Erhöht die Magieresistenz dauert um 5. Verteidigung, Magie. Das ist eine Verteidigung, oder? Nee, es ist Magie. Erhöht bla. Okay, machen wir auch. Nee, wir machen hier weiter. Machen damit weiter. Und zwar Stärke aufwerten. Erhöht Stärke. Jo. Und dann haben wir hier Schutz vor Leid. Alle. Verbündete sind 4 Runden lang vor. All das ist sehr gut. Das wollen wir auf jeden Fall. Erhöht die Maxi. Ja, gut. Alles klar. Dann haben wir das auch. Okkulti. Was falsch ausgesprochen wird, weiß ich. Kann ich jetzt damit irgendwie irgendwas. Ah! Cool. Und was kann ich damit machen? Weiß keiner, ne? Und wo ist das Ding hin? Weiß auch keiner. Inventory. So. Gebe ich ihr das oder gebe ich ihr das nicht? Gebe ihr das? Alles andere brauche ich nicht. Okay, dann gehen wir mal da durch. Und ich nehme an, wir tauchen dann ins dritte Kapitel und können speichern. Karte Lemurias. Die Karte von Lemuria steht jetzt zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe kann man schnell zu bereits besuchten Orten zurückkehren. Öffne das Pausemenü, um darauf zuzugreifen. Gut, dann haben wir das. Das Pausemenü. Ich nehme an, hier Karte Lemurias. Ach, das. Oh. Aha. Hier ist der Altar, da ist das Kloster. Also hier waren wir schon, hier waren wir schon. Ich kann das leider nicht zeigen und auch nicht bewegen. Also wir müssen dann oben links wo noch hin, wo diese Windmühlen sind. Ach, guck mal, da dieser Koloss da. Direkt unter dem Rambert-Ebenen, unter dem Wort. Das ist ja cool. Geflutete Lande, Erins Klippe. Ach, da hinten ist auch noch was. Das ist eine Insel noch und das Meer. Oh, das ist ja ziemlich, ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, ob die Karte sich noch erweitert. Momentan kann ich hier nichts machen. Jo, ich gehe mal ein Stück. Ich würde sagen, wir speichern an der Stelle mal. Oder das hat es ja gespeichert. Links zum Dornbaum. Und wir sehen uns dann ganz einfach bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.